Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video bezüglich des kommenden Events. Ich habe gestern dieses Video hier hochgeladen und ich bin froh, dass ich es gestern noch hochgeladen habe, denn hätte ich es nämlich erst heute hochladen wollen, hätte ich es eigentlich gar nicht mehr hochladen müssen quasi, weil es gab einen Artikel, wo alles... stimmt gar nicht. Es wurde nicht alles erzählt, aber wir wissen sehr viel über das kommende Event jetzt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So, und das ist auch wirklich offiziell. Ich habe schon die Entwickler gefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist, dass man das schon weiß. Und es ist auf jeden Fall confirmed. Die Pressebenachrichtigung ging bereits raus. Das ist okay, dass man das schon kennt. Weil ich habe mir nämlich gedacht, wurde es vielleicht zu früh released oder so. Ich weiß auch nicht. Aber es ist gewollt und es stimmt auch, was da steht. Fangen wir an. Wir sehen hier direkt ganz oben ein neuer Spielmodus namens Bounty Clash. Und was Bounty Clash ist, erfahren wir hier unten. Und zwar ist Bounty Clash ein experimenteller Spielmodus, wo es um schnelle Action geht. Was ja auch in dem Video gestern habe ich ja den Instagram-Post eingeblendet, wo davon geredet wird, ein neuer Weg, alte Feinde zu bekämpfen und von wegen, dass es schnell ist und riskant und sowas. Ich habe ja schon gesagt, es könnte ein neuer Modus sein. Es ist tatsächlich ein neuer Modus und zwar Bounty Clash. Man spawnt in diesem Modus in einem Random Compound, wo der Boss bereits tot ist und man kann ihn halt banishen und man kriegt dadurch einen Token. Ich stehe jetzt A-Token, ich denke mal, es ist wirklich nur ein Token und nicht zwei vielleicht, aber gut, unabhängig davon, das sind die Details, die nicht so wichtig sind. Auf jeden Fall, man spawnt in einem Compound, der Boss ist bereits tot, man kann ihn banishen und ja, die Spieler müssen dann gegeneinander kämpfen, logischerweise, wer das kriegt. Und man muss auch tatsächlich extracten. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich so, dass man irgendwo auf der Map spawnt, quasi in dem Boss-Compound und die Extracts sind ganz normal verteilt oder sind es vielleicht auch andere Extracts? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man zum Beispiel, sagen wir, du spawnst in der Mitte von Stillwater bei you in Lockbedox. Ich glaube, die Extracts sind ganz normal verteilt einfach und man muss halt dann extracten und die Teams können sich dann entscheiden, yo, gehen wir direkt rein in die Action, gehen wir sofort rein oder ziehen wir uns erstmal zurück und warten dann. Kann man, also, ne, so ein bisschen mehr wie so, weiß nicht, ob ihr Hunger Games gesehen habt oder auch, weiß ich, früher zum Beispiel Minecraft Hunger Games gespielt habt oder sowas oder immer noch. Da war es nämlich auch immer so, man startet in dem Ring, drin ist, in der Mitte des Rings sind ein Haufen Kisten und Loot und man muss sich entscheiden, ey, gehe ich direkt rein, riskiere dabei direkt zu sterben oder renne ich erstmal zurück und versuche mich so auszurüsten. Hier ist halt, gehe ich direkt rein und versuche alle zu töten und beende es gleich so oder gehe ich zurück und pick mir später nur die Überlebenden raus. Mal sehen, wie das wirklich so sein wird und vor allem 15 Minuten Timer, ein 15 Minuten Spielmodus. Viele wollen einen Arena-Modus. Und ich glaube, das ist Crytek's Weg, das irgendwie zu kombinieren. Dass immer noch quasi Hand ist, aber dass man sowas hart hat wie einen Arena-Modus. Für Leute, die einfach jetzt nur schnell Action wollen. Klingt interessant. Also man nimmt einfach irgendeinen Hunter mit, wie man es halt ganz normal macht. Bei Bounty Hunt auch. Einfach aus seinem Roster nimmt man einen mit. You'll be fighting across one of the stunning compounds from either Mammoth's Gulch or Stillwater U, which have been uniquely adapted for the mode. Ah, okay. Das klingt wiederum ein bisschen so, als wirst du... Wäre es wirklich nur ein Compound und es wird gar nicht mehr drumherum geben. Vielleicht gibt es dann auch nicht alle 16 Compounds pro Map, sondern vielleicht nur eine Handvoll. Boah, es klingt sehr interessant. Es klingt interessant. Wir kriegen wirklich nach Jahren mal wieder einen neuen Modus. Das ist crazy. Bin sehr gespannt. Players will be matchmaked according to their MMR, but this won't be affected by the Bounty Clash Match Outcomes. Also MMR hat einen Einfluss auf eure Queue halt, ne, mit wem ihr gematcht werdet, aber was in dem Modus passiert, betrifft nicht die MMA. Also ihr könnt sterben, wie ihr wollt, das betrifft die MMA nicht und ihr könnt gehen, wie ihr wollt. Das ist ganz cool, das könnten sie auch einfach mal bei Quickplay machen. Ich weiß nicht, warum es bei Quickplay nicht so ist, aber okay. Oder ist es inzwischen so bei Quickplay vielleicht mit dem großen Update? Weiß das jemand? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die MMA wird immer noch beeinträchtigt durch Quickplay, was nicht so gut ist, aber naja. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon stand. Ich hab den Artikel nämlich schon gelesen, zumindest kurz überflogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon irgendwo, ob es noch kommt, ob es hier schon steht. Der Modus ist nur am Wochenende verfügbar. Was ich auch gut finde, das bedeutet nämlich, dass man unter der Woche ganz mal Bounty Hunt spielen kann und am Wochenende können die Leute, die Bock haben auf den neuen Modus, können die sich da ein bisschen austoben. Weil wenn er die ganze Zeit verfügbar ist, es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt denken, warum ist er nicht die ganze Zeit da? Ich, es ist gut, dass er nicht die ganze Zeit da ist, weil wenn er die ganze Zeit da wäre, würde es die Playerbase, glaube ich, zu sehr spalten. Und so ist es so, am Wochenende ist dann so, yo, die meisten spielen, also das vielleicht nicht mehr die meisten, aber viele spielen dann eben diesen Modus, testen den aus. Wenn er Bock macht, wird er vielleicht auch wirklich viel gespielt. Aber sonst, unter der Woche kann man ganz normal Hand spielen, so wie man es gewohnt ist. Finde ich persönlich gut, dass es
so gemacht wird. Was hier ganz interessant ist, hier steht auch, Rare Tools are his creation, Dark Dynamite Satchel. Damit ist diese Bombe gemeint, die man im Trailer gesehen hat, wo ich zuerst unsicher war, was das ist. Ist es tatsächlich ein Darkseid C4 quasi? Aber hier steht, dass die für Hunter verfügbar sind für einen hohen Preis, was auch immer das bedeutet. Vielleicht kann man diese Darkseid-Bombe nicht ganz normal kaufen oder so, sondern nur irgendwie in-game kriegen, indem man dafür irgendwas tradet. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mal sehen, vielleicht ist es auch nur so geschrieben und das heißt eigentlich gar nichts. Vielleicht heißt es einfach nur, dass das Ding scheiße teuer ist. Auf jeden Fall scheint das Ding schon sehr besonders zu sein. Hier ist es natürlich auch interessant, wobei ich nicht weiß, ob das auch einfach, also was, ob das jetzt wirklich was Gameplay-spezifisches bedeutet. Where any hunter can be sent to their grave or rise from it once again. Also das klingt ein bisschen so, als würde jeder Hunter Self-Revive haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre scheiße. Also ich hoffe, dass das einfach nur so dran steht, damit es cool klingt, aber weil Halloween und Tote und was weiß ich, ich hoffe nicht, dass wirklich jeder plötzlich ein Self-Revive kriegt, das wäre... naja. Aber jetzt nach dem besonders interessanten, dem neuen Modus, kommen wir zu den Key-Features und da bin ich auch sehr gespannt, denn Bounty Hunt wird auch interessant ablaufen mit den neuen Packs. Also an sich läuft alles wie immer, man sammelt Punkte, man kriegt Pledge-Marks, um sich Packs zu holen, also um sich die Trades zu holen. Es gibt auch wieder die Sealed Rewards, also die großen Kassen, Foreshot Boon und sowas, also das wird es weiterhin geben. Ich schätze mal, es wird auch weiterhin ein Sealed Cache bzw. Sealed Hoard geben, also der große Supply Point in der Mitte. Genau. Der Wilderness Pack kommt wieder und der ist, glaube ich, wirklich exakt genauso wie vorher, oder? Wilderness Trades, such as Surefoot, Beasts, Maker Hunter, more mobile and equipped for exploration. Ich glaube, Wilderness Pack wird genauso sein wie vorher. Bloß das vielleicht nicht, finde ich, Frontiers mehr, die es für den Buff kriegt, aber sich Surefoot und Beasts wird wahrscheinlich genauso sein wie vorher. Vielleicht, dass Solos nicht leiser sind, das wäre schön. Ich glaube nicht, dass das wiederkommt. Ich glaube, Surefoot wird dieses Mal nicht für Solos den Buff haben, dass sie komplett leise schleichen, weil das hat sehr viele gestört. Aber jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Pack und boah, da bin ich gespannt. Der Pact of Omens. The Pact of Omens traits like Blast Sense and Pain Sense gift your hunter with sharpened senses that allow tactical advantages in both sound and sight. Also der Pact of Omens hat irgendwie krassere Sicht und krasseres Gehör. Blast Sense, also Explosionssinn und Pain Sense, Schmerzsinn. Bei Pain Sense könnte ich mir vorstellen, dass es quasi Poison Sense ist, plus Verblutung. Das klingt für mich so. Und Blast Sense checke ich gar nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Aber der klingt wirklich spannend. Und, was mich sehr freut, der Smuggler Trade, der Smuggler Pact kommt zurück. Den gab es das erste Mal und das letzte Mal in Tide of Shadows, damals als Roger ins Spiel kam, unter Regen. Und der funktioniert an sich gleich, aber diesmal hält auch Greyhound, ich gehe von aus, dass er wieder gleich funktioniert, weil in dem muss man nicht viel ändern, aber Greyhound bekommt einen Buff und da bin ich gespannt. Das Smuggler Pack Trades, including Gunrunner und Greyhound, heavily arm your Hunter in the love for fast map traversal. Ich glaube nicht, dass man mit Greyhound einen Speedbuff kriegt, weil das wäre komplett bescheuert. Also das fände ich gar nicht geil, wenn einfach du mit dem Trade ständig einen Speedbuff hast. Es kann aber wirklich sein, weil in Scorched Earth war es so, dass du mit Adrenaline, wenn du weniger als 50 HP hattest, einen Speedbuff bekommen hast. Allerdings halt nur in dieser Zeit, für 10 Sekunden oder sowas, dann warst du 25%, glaube ich, schneller. Und das hat man gemerkt. Wenn ihr Rachter oder Hornet Videos schaut, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Oder vielleicht habt ihr es auch selber benutzt. Ich habe es selbst leider gar nicht benutzt oder nur sehr, sehr wenig. Wenn es nicht effektiv im PvP. Aber man bekommt wirklich einen crazy Speedbuff. Das merkt man richtig krass. Und also wenn man das wirklich mit Greyhound die ganze Zeit hat, dann fände ich das echt nicht cool. Weil die ganze Zeit so ein schnelles Movement wäre, fände ich nicht so nice. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man nicht an Sprintgeschwindigkeit verliert. Das könnte ich mir vorstellen. Wie wenn ihr euch einen Stamina-Shot reinhaut, bloß dass halt das nur auf die Sprintgeschwindigkeit bezogen ist und nicht auf die Schlagausdauer. Ne? In Hand, wir haben mal zwei Ausdauermechaniken, einmal für Sprinten und einmal fürs Schlagen. Und ich glaube, dass Greyhound einfach nur machen wird, yo, du wirst dich mal langsamer durchsprinten und das ist auch fucking stark. Also das ist nicht zu unterschätzen, das ist sehr viel wert. Da kann man auch mal die Stamina-Shot theoretisch weglassen, was ganz cool klingt, weil die habe ich mich immer dabei. Und ja, Gunrunner kommt zurück, falls ihr Gunrunner nicht kennt. Ihr könnt Contraband-Waffen, also Schmuggelware, könnt ihr, wenn ihr mit diesen Waffen, oder ich glaube, es ist nur auf Waffen bezogen, wenn ihr extracted, ist diese Waffe kein Contraband mehr, also ihr könnt sie dann verkaufen. Ich mochte es damals auch. Und bei Gunrunner war es außer, dass man mehr Munition erhält beim Looten. Also man kann Contraband-Waffen entkontrabandisieren. Ja, das ist jetzt ein Wort. Und man bekommt mehr Munition. Soviel zu den Packs. Jetzt kommen wir zum neuen Equipment. Und da wussten wir eben schon einiges. Jetzt haben wir auch wirklich Confirmation. Alles, was ich in meinem Video gestern gesagt habe, stimmt quasi.
Aber wir wissen noch ein bisschen mehr. Also einmal natürlich der gute Bomb Launcher. Ist halt einfach nur eine kleine Bomb Lance ohne Lanze, die hoffentlich schneller nachlädt. Mal sehen. Und von der wussten wir noch gar nichts. Das ist die einzige Waffe, von der wir bisher noch nichts wussten. Und das ist die Maynard Sniper. Eine High Damage Scoped Rifle mit einem Two-Stage Reload. Also es könnte entweder heißen, dass das eine Sniper ist, die vielleicht auf den Körper one-shotten kann über eine bestimmte Distanz, dafür aber einen extrem langen Reload hat. Oder, weil da eben Two-Stage-Reload steht, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht kann man die irgendwie boosten. Darauf will ich hinaus. Vielleicht kannst du sie ganz normal nachladen, dann macht die, sagen wir, keine Ahnung, 130 Damage. Oder du kannst sie boosten, quasi indem du nochmal nachlädst. Und dadurch wird es zu einem One-Shot. Das ist jetzt so meine Vermutung. Mal schauen, mit dem Bullet-Drop könnte es okay sein. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Dann die Auto 4 Short. Short D sollte da, glaube ich, stehen. Die kleine Crown King halt. Die Auto 5. Hier steht jetzt Auto 4. Deswegen weiß ich, ob das jetzt heißt, dass sie dann 4 Schüsse hat. Boah, ganz ehrlich, eine kleine Crown King mit 4 Schüssen. Ich habe da keinen Bock drauf. Finde ich nicht geil. Ich finde, genau diesen Platz nimmt eben die kleine Terminus ein. Die eben den Nachteil hat, ist, dass sie einen ziemlich kurzen Lauf hat und dass du dafür Levering haben musst. Ich finde, das ist keine gute Edition. Ich weiß, es ist noch nicht da und vorher sollte man jetzt nicht schon urteilen, aber also eine kleine Crown King haben wir eigentlich wirklich nicht gebraucht. Vor allem nach den Shotgun-Buffs. Besonders für die kleinen Shotguns. Wir haben jetzt halt extrem klein. Kleine Shotguns sind halt wirklich gut. I don't like it. Wird man, glaube ich, sehr viel sehen. Aber naja. Und dann, das finde ich lustig, den Namen, die Sentinel Pointman. Hat man auch schon gesehen. Ist halt eine kleine Centennial, ist eine Medium-Slot Centennial mit einem Marksman-Scope. Hier heißt sie jetzt Pointman, also ein Pointman-Scope, I guess. Ist aber, glaube ich, einfach nur eine Marksman. Oder vielleicht ist es auch nur so ein 6-fach-Zoom. Ich glaube, Marksman ist 8-fach-Zoom. Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht 6-fach-Zoom ist. Hat aber auch hohe Muzzle-Velocity. Ist dann immer noch eine Centennial. Ist eine normale Centennial 600, vielleicht hat die 500. Oder, ja, ich glaube 500 könnte ich mir gut vorstellen. Klingt auf jeden Fall auch wild. Und dann, die hat man nicht von Trailer gesehen, aber von der wusste man auch schon, die Rival, die kleine Rival Mace. Wir haben ja schon die obere Mace, die Mosen obere Mace, ne, mit dem Schlagstock quasi hinten, mit diesem Schlagknüppel. Wir kriegen jetzt auch eine Rival-Variante davon, was mich sehr freut, weil ich habe mir genau für die Rival genau so eine Variante gewünscht. Schon lange habe ich mir gedacht, ey, für die Rival wäre eine Mace-Variante geil. Jetzt kriegen wir einen und das freut mich sehr. Und dann natürlich das Dark Dynamite Satchel, das eben diese Darkside-Bombe ist. Die kann man an Wände und an Böden platzieren. Wird halt, ich glaube deswegen auch die Änderungen für die Minen, also für die Alert-Drip-Mines und Concertier-Drip-Mines und sowas, dass man die eben auch an Wände so schräg platzieren kann und sowas. Genau das wird auch eben mit dieser Remote-Bombe funktionieren. Das sind alle Infos, die wir haben. Es gibt aber noch mehr dann. More exciting changes and rewards will be introduced. Genau. Fast vergessen. Along with a hand crossbow revive bolt. Wir kriegen wirklich einen Wiederbelebungsbolzen. Es ist, glaube ich, kein Heal-Bolzen. Ich glaube, man heilt sich nicht damit. Aber man kann wiederbeleben. Geht wahrscheinlich Hand in Hand mit dem Necro-Nerf. Nachdem Necro genervt wurde, kriegen wir jetzt einen Revive-Bolzen. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich. Das klingt sehr geil. Weil ich bin auch jemand, oder mein Team, meine beiden Homies und ich, die hauptsächlich Hand miteinander spielen, waren eben Leute, die sich ständig genecrot haben, eben sehr viel Necro benutzt. Das ist jetzt quasi der Kompromiss. Es wird jetzt ein Tool, also eine Waffe geben, mit der man dann seine Freunde aus der Entfernung wiederbeleben kann. Klingt sehr interessant. Klar ist es nicht dasselbe. Man kann nicht irgendwie durch den Boden, durch Wände dann wiederbeleben. Du musst deinen Teammate sehen können. Aber es ist wirklich ein cooler Trade-off und ist dafür halt auch instant, ne? Ich sehe die Leiche, zack, ich schieße drauf, ist sofort oben. Oder halt, ne, mit der Animation logischerweise. Aber ich muss nicht irgendwie in Darkside channeln und 8 Sekunden lang anschauen oder auch wie lange immer das geht. Sehr interessant, finde ich sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Genau. Okay. Damit wissen wir jetzt sehr viel mehr. Es wird aber noch mehr geben. Hier steht noch more exciting changes. Ist noch nicht alles, aber das meiste wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht ja genau, was es mit den Packs auf sich hat, aber wir haben eine ungefähre Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Spiel wird nicht zu verbuggt sein. Es sollen ja auch sehr viele Bugfixes damit kommen, über 200 oder so, fast 300. Wie viele dann dazukommen, ist wieder die andere Frage. Aber ich bin sehr gespannt. Klingt sehr cool. Wir werden sehen. In nicht mal einer Woche. Genau. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zum Event in die Kommentare, was ihr erwartet, was die Packs können. Was haltet ihr vom kommenden Modus? Ich glaube, könnte sehr cool sein. Okay, dann.